3.500, 4.000, ciao. Jo, willkommen zurück zum weiteren Elden Ring Video. Und heute zeige ich euch, wo man wahrscheinlich das beste Schwert bekommt, was so Preis, Leistung und Nutzen angeht. Preis im Sinne von Stärke und Geschicklichkeit, was man braucht, denn man braucht wirklich sehr, sehr wenig für dieses Schwert. Und das gibt es einfach so hier in der Oberwelt, das könnt ihr euch sehr, sehr früh holen. Also ihr braucht theoretisch nicht mal Godric besiegen, denn ihr könnt euch hier entlang sneaken und müsst dann bis hier oben in das Tempelviertel kommen. Ich habe hier schon eine Markierung gesetzt, genau hier ist das Schwert. Ich laufe da jetzt einmal hin und dann zeige ich euch das Moveset. Denn das ist komplett, also das ist wirklich broken für die Zeit, die man braucht, bis man da ist. Also das könnt ihr euch ganz, ganz easy in 20 Minuten holen und es ist wirklich komplett broken. Aber wieso, werdet ihr gleich sehen. Am besten habt ihr hier eine Gnade, Torstadt der Akademie. Von da aus laufe ich auch los und alles Weitere, sobald ich da bin. So, und da sind wir auch schon. Hier gibt es so einen kleinen Turm. Und hier ist eine Truhe, die könnt ihr einfach aufmachen. Und da ist das eisige Beil. Und Leute, ihr denkt, okay, das sieht doch gar nach nichts aus. Sieht aus wie ein Beil. 11 Stärke, 16 Geschicklichkeit. Was erzählt uns hier der Lu? Das kann doch niemals gut sein. Aber schaut mal, da links. Rau, Reif, Stampfer. Ja, das ist die Spezialattacke. Und die sieht folgendermaßen aus. Und die Attacke ist einfach broken. So, ich habe nochmal einen Gegner gefunden. Auf die Schnelle. Der einfach seht, wie stark diese Attacke ist. Ihr seht, ne, ich mache gar nichts. Ne? Ich habe zweimal L2 gedrückt und tot ist er. Völlig verrückt. Ich gehe mal gerade zu einem Boss und dann zeige ich euch nochmal, wie das bei einem Boss aussieht. Das ist komplett crazy. So, hier ist jetzt nochmal ein etwas stärkerer Gegner, mit dem andere Leute, mit dem man bestimmt auch Probleme haben kann. Jetzt schaut euch an, wie lächerlich der ist. Muss dazu sagen, ich habe die Waffe auch schon auf plus 10. Aber guck mal, ihr könnt euch einfach hinter einer Wand verstecken. Die Waffe macht den Rest. Es ist einfach lächerlich. Diese Attacke ist komplett broken. Und die hat halt auch noch so eine Range. Das ist so verrückt. Und die macht dann diesen Frostschaden auch noch. Das ist einfach viel zu krass. So, hier haben wir schon den nächsten Gegner. Diese Typen kennt ihr ja bestimmt auch. Ihr könnt das halt auch einfach spammen, ne? Das war einfach schon Half-Life. Ich habe es dreimal gedrückt. Und die Attacke ist halt auch übel schnell, ne? Ihr macht einmal so einen Stampfer und das war's. Zack, fast tot. Und ich muss nochmal dazu sagen, ne? Die braucht halt nichts. Die braucht 12 Stärke, 16 Geschicklichkeit oder so. Die Waffe ist komplett... Also meiner Meinung nach ist sie komplett broken. Es gibt auch viele Leute, die in PvP spielen, also könnt ihr auch PvP spielen. Okay. Das war so nicht beabsichtigt. Muss aber dazu sagen, ich habe die jetzt schon auf plus 10, aber das macht keinen Unterschied. Dieser Eisschaden, der ist auf jedem Level extrem krass. Also egal, ob ihr die jetzt gerade auf Level 1 habt. Die haut bei jedem Bossgegner übel viel Schaden raus. Da müsst ihr keine Angst haben. Wenn ihr die Waffe habt, dann habt ihr das ganze Game über eine richtig, richtig geile Waffe, die ganz wenig nur an Stärke und Geschicklichkeit braucht. Jetzt drücken wir hier nochmal ein paar Mal drauf. Und das war's. Also das ist noch krasser als der Strahl. Weil das halt auch, ihr dürft nicht vergessen, die macht auch noch 65 Frost. 65! So, wir machen das Ganze jetzt nochmal mit PvP, Leute. So, wir rufen uns hier ein rotes Phantom. Gegner wird herbeigerufen. Ich hoffe, der Typ da hinten
fuckt mich jetzt nicht ab. Heute, dann macht er einfach den hier. Leute, ihr macht einfach nur den. Ihr macht gar nichts anderes. Er drückt einfach nur L2. Vielleicht nicht ganz blöd. Ein bisschen Abstand braucht ihr schon. Haltet ihr schon mal so einen einfachen... Ich meine, okay, das war jetzt ein NPC, ja. Aber habt ihr mal einen NPC so gefightet? Einfach so? Dann machen wir direkt den nächsten. Mal einfach direkt den nächsten. 3.500, 4.000, ciao. Das ist komplett broken. So, einfach L2 drücken. Der rollt sich die ganze Zeit hin. Das ist halt auch die Sache. Er kann rollen, so viel er will. Das Eis ist überall. Und das war's. Das war's. Also Leute, holt euch dieses Hackebeil und stormt damit einfach alles weg. Viel Spaß damit. Liked den Kanal. Abonniert den Kanal. Liked das Video. Kommentiert gerne, wenn ihr noch was anderes sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.